Hallo und herzlich willkommen an alle Freunde, die uns auf YouTube zuschauen. Das werde ich nämlich wahrscheinlich auch wieder auf YouTube hochladen. Wir spielen jetzt zusammen, also Nick und ich, It Takes Two. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Unterhaltung. Hoffen, es gefällt euch. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Schaut gerne mal bei meinen Twitch-Streams vorbei oder auf Instagram. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen. Hallo. Wie war dein Tag? Großartig. Der Toaster ist kaputt und Rosie weigert sich, ihr Gemüse zu essen. Wie war's beim Zahnarzt? Zahnarzt? Hä? Jetzt sag mir nicht, du hast den Termin vergessen. Nein, hab ich nicht. Ich dachte, du fährst morgen mit ihr hin. Nein, das war heute. Ich muss morgen arbeiten. Aber morgen ist Samstag. Ich weiß. Ich muss Überstunden machen. Und das jedes Wochenende? Oh, Cody, ich bin nicht in Stimmung für diese Diskussion. Hey, hey, Rosie braucht uns beide, okay? Das ist unfair. Nein, das stimmt nicht. Das hat nicht für Lala Ohren, Junge. Warum sagen wir ihr nicht einfach, dass wir uns scheiden lassen? Ach, einfach so. Scheiße. May, das ist auch nicht leicht für mich. Wir sollten es ihr nicht sagen. Lass uns stattdessen Freunde bleiben. Ja, lass uns für immer Freunde bleiben. Ich liebe dich, Cody. Ich liebe dich auch, May. Halt Maul, May. Und zitterten die Alte so. So, wir müssen jetzt hier. Nein, hallo. Ich hab Tastatur. Ey, ich hab Controller. Ja, aber jetzt mal ehrlich, aber was ist denn der Mann jetzt schon mal für ein Spaß, Alter? Warum? Hab ich. Ich dachte, du gehst mit Revolution morgen zum Zahnarzt. Du musst eine Beschwerdestelle bei der Alten. Warum musst du morgen arbeiten? Morgen ist Samstag. Ja, warum sollst du morgen zum Zahnarzt gehen, wenn morgen Samstag ist, du Spinner, Alter? Bist du dumm, Cody, du Hurensohn? Ist das wirklich, Alter? Luis, du bescheiden ist der Junge auf jeden Fall. Ich hab das Game schon ein bisschen lauter gemacht. Du kannst mal gucken, ob es so besser ist. Genau. Also, wir haben uns schon im Vorhinein darauf geeinigt. Man hat es ja auch in meiner Story gesehen. Also, ich würde auf jeden Fall die Dame spielen. Also May in diesem Fall, wo meistens Juni und Nick spielt hier Cody, Junge. Sack und Cody. Hallo! Ach, oh, dicker Mann, Alter, das nervt. So, jetzt. So. Und ihr habt jetzt mitbekommen, also es geht da drum, es ist ein Elternteil, die sich scheiden lassen wollen, die verstehen es nicht gut. Ne? Und die wollen sich trennen lassen und das Kind ist... Hey, Süßer. Kann ich kurz den Elefanten haben? Danke sehr. Rosie, Süßer, du weißt, dass wir dich lieben, oder? Ja. Und manchmal bedeutet das, dass... Ist besser, Luis? ...tun müssen, die vielleicht nicht immer angenehm sind. Was wir versuchen, dir zu sagen, ist, dass, naja, Mama und Papa haben sich dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Okay. Kann ich jetzt in meinem Zimmer spielen? Es juckt mich nicht! Ja, natürlich, Süßer. Na, weg, ja. Na, doof, die Arschen, die, das sah gerade übel komisch aus. Allgemein, die sieht irgendwie voll groß aus schon und hat noch so einen Haufen Kinderspielzeug irgendwie. Halt ein bisschen geistig zurückgeblieben, Mensch, was hast du denn dagegen? Alter. Mama, Papa, was soll die Scheiße? Stimmt, haut die nicht ab jetzt irgendwie? Muss halt rauskrabbeln, ne? Das ist so eine Scheiße. Haben die eine Milchkanne im Schuppen stehen? Sind die dumm? Dr. Hakim, du musst mir jetzt helfen. Sie müssen unbedingt zusammenbleiben. Warum krabbelt die mit den Scheißfiguren da jedes... Also das wird die ja sicherlich öfter machen. Liebe ist Arbeit. Warum krabbelt die mit den Scheißfiguren da raus? Warum nimmt die nicht einfach das Buch mit rein? Einfach aufgeben. Mama, Papa, ich
wünschte, ihr könntet hat mir eingesessen. Freunde. Denkst du, du bist entstanden, weil deine Eltern so gute Freunde sind, oder was, du Birne? Junge, wie im Märchen. Deine Sudo hat nur 3 Haare auf dem Kopf. Ja, du bist Sudo. Scheiße, ne? Ich bin ein Versager, ne? Junge, warum hat der überhaupt so eine scheiß Orchidee auf dem Nischel, Junge? Das ist auch eine übelste Rumkugel, der Typ, Junge. Ja. Doch einfach übelste Griffel, Junge. Hey, bist du das? Toni! Warum siehst du aus wie ein Lehmklumpen? Warum siehst du aus wie eine Holzpuppe? Sieh doch! Sieh hin! Oh nein, wie sehe ich denn aus? Was hast du bloß getan? Was? Ich? Warum beschuldigst du immer mich? Hä? Genau. Warum? Das scheiß Buch, Junge. Was ist das? Junge, die Arme kommen einfach aus dem Rücken. Nein, Alter, wie kurz stunden das denn auch noch? Liebe. Eure Tochter hat mich gekauft. Sie hatte Glück. Ich war das letzte Exemplar, weil ich mich am besten verkauft habe. Ich habe Millionen von Pärchen geholfen und jetzt helfe ich euch beiden, wieder zusammenzukommen. Hombre. Definitiv. Ein Albtraum sein. Ich muss aufwachen. Nein! Nein! Oh, May! May! Oh, Alter! Du bist wieder da. Oh mein Gott! Das ist nicht möglich aufzuwachen! Ganz genau! Junge, Alter. Okay. Junge, die spanische Gitarre, die er einsetzt. Also, wie können wir aufwachen? Komm, May, ihr seid hier, um eure Beziehung zu reparieren! Es ist längst geklärt. Ja, ja. Wir lassen uns scheiden. Mhm. Alles gut. Nein! Ich werde euch helfen, eure Beziehung zu retten. Kapitel 1! Repariert eure Beziehung! Außerdem habe ich eurer Tochter versprochen, eure Ehe zu retten. Wisst ihr? Si, Senor. May! May! Rosie! Na los, wir müssen zu ihr! Sie wird wissen, was hier vorgeht. Was ist denn mit denen, Alter? Hallo? Hallo? Okay, jetzt geht's los, oder was? Wie kommen wir zu ihr rauf? Oh, da drüben ist Digga, das ist ja übel ungewohnt, Junge, dass man zwei Bildschirme hat. Das ist ein richtiger dicker Lehmklumpen, wirklich, ja. Aber ist das immer so, dass man diese zwei Bildschirme hat? Ignoriere einfach das leuchtende Auge. Das ergibt eh alles keinen Sinn. Nick? Hä? Ist das immer so, dass man zwei Bildschirme hat? Bei der Textur jetzt oder was? Ja. Ja. Oder kann man das ausstellen? Ich glaube, das kann man nicht ausstellen. Warte, ich guck mal. Anzeige. Ja, beide Sichten sehen. Ja, aber Digga, das ist ja. Das ist ultra nervig. Ey, findest du? Ja. Ich komme jetzt nicht mehr auf die rechte Hälfte und gut ist. Kann man, glaube ich, nicht. Toll, Alter. Weil das brauchst du ja fürs Spiel, die doppelte Ansicht. Ich habe aber warum? Rein Twitch schon nicht, oder? Ach, ich glaube schon. Ja, gut, dann ist das jetzt so. Kann man irgendwie rennen? Nein, mit. Also gut, mit Tastatur weiß ich aber halt. Mit Controller, keine Ahnung. Alter, man kann crouchen. Junge, wie das aussieht! Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich renne. Okay. Ah, hier müssen wir dran ziehen, oder was? Alter. Was ist das für eine Scheiße? Alter! Die sind lebendig geworden. Was ist hier bitte los, ha? Ich habe keine Ahnung. Aber was ist,
Ohne die Sicherung bekommen wir die Treppe nicht heruntergefahren. Aber die Sicherungen sind, einfach abgehauen. Hast du sie nicht mit ihren kleinen Beinchen gesehen? Da finden wir noch eine Erklärung. Lass uns sie einfach wieder einfangen. Hä, warum brauchen die eine Sicherung, um die scheiß Treppe runterfahren zu lassen? May, mein Körper fühlt sich komisch an. Weil du aus Ton bist. Behalte die Sicherung im Auge. Ja, du kannst hier mal was machen, ne, vor das Fall, ne. Was ist denn hier mit der Sicherung? Aber warum brauchen die eine Sicherung, um da die scheiß Treppe runterfahren zu lassen? Ja, du Schwanzvieh. Was? A plus Stampfattacke. Alter! Alter. Junge, was ist denn mit den vier? Spring auf eine Seite. Ja, das vier haut übel ab hier. Oh, Scheiße! Ja, ich bin tot. Junge, Alter, was haben die denn für eine Werkstatt? Ey, ja, du dicke Sau. Audi, pass auf, dein Kopf! Mach ich! Au! Dein Rücken! Alter. Was? Sprinten ein aus! Lol. Ich kann das ein... noch mal Caps? Was? Ja, so. Oder zumindest ist okay jetzt, ja. Alter, also, wie rennt denn der? Ich sammelte den der. Hm? Junge, seine Beine sind einfach zu schnell für den Rest des Körpers. Junge, pfff. Mal an, Alter. Junge, der rennt die Captain Jack Sparrow, Alter. The fuck, Alter. Ja und, warum muss ich jetzt sprinten? Kannst du dich gleichzeitig. Na gut, na gut. 3, 2, 1. Ach, Scheiße. Oh, ich hab nicht STRG, ist war auch Mensch, ey. Ich voll Idiot. Also. Okay, was denn? Ja, und los. Jawohl. Alter. Was? Springen auf Oberfläche rutschen. Aha. Wie? Wow! Lol. Hä? Wo muss ich hin? Oh Scheiße, ich wurde zersägt. Ja, wo müssen wir denn hin? Hä? Ist zu weit, Mann! Ah, so. Warum stand da auf Oberfläche rutschen, Junge? Das hat auch keinen Sinn mehr. Junge, was ist denn noch mit dem scheiß Vieh? Das ist doch nicht normal. Nein! Das A, A und Doppelsprung. Alter, das war knapp, Junge. Easy. Okay. So, was ist jetzt mit dir, du Fotzenvieh, Junge? Alter! Oh, vielleicht kann uns der Behälter weiter. Ah. Reingehen, ja, du, reingehen, ne? Und so rollen bestimmt, oder? Hä? Einfach ausgepackt. Ah. Freilich! Ja, es hat auf jeden Fall irgendwas mit der Kreise zu tun. Wir machen mal rein, Jobs. Ja, warte, Junge. Ich bleib drauf, Junge, und dann Feuer. Spring runter. Okay, warte. Naja, mit der Stampfattacke, warte. So. Ja. Hä? Und jetzt? Ah, jetzt? Ah, du musst mit drauf! Hier unten festhalten, hier unten festhalten! Ach so, lol! Ich hab gedacht, ich hab irgendwie gedacht. Alter! Oh, Alter! Ja. Ketz, das scheiß Vieh.
Salto gesehen? Gleich nochmal. Hast du gesehen? Oder? Das ist ein Vollspaß, der Typ. So, wo ist jetzt die Leiter los? Da, achso, wir müssen nochmal dran. Oh, Alter, das scheiß Vieh. Alter! Was war das denn gerade? Diese verdammten Sicherung! Da ist sie! Rosie! Rosie! Schätzchen! Oh no! Ach, ich bin schon wieder. Du hast den Weg, du doofes Buch. Ja, mach schon. Ich muss unbedingt zu meiner Tochter. Los. Deiner Tochter? Oh, du redest, als würde sie dir gehören. Aber frag dich mal, kann dir jemand gehören, denn du über alles lebst? Kannst du uns nicht einfach nur durchlassen? Werde ich noch. Aber vorher will ich, dass ihr noch jemanden kennenlernt. Tja, 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 tja. Also. Was zum Teufel ist das? Wieso kommt mir deine Stimme so bekannt vor? Nein, weiß ich nicht. Oh, was? Nein, wir kennen uns nicht. Sorry. Erinnert mich irgendwie an einen Staubsauger. Ah ja. Weil er ja auch euer Staubsauger ist. Was? Yo, Staubsauger! Que pasa? Weißt du, wer dieser Typ da ist? Ich verrate es dir. Das ist Cody. Genau, der Typ, der den ganzen schmutzigen Schrott in deinen Bauch gesaugt hat. Oh, nein, das... Ja, du bist es. Was? Hast du mit dem ganzen Müll den Magen verdorben? Yes. Ich hab doch nur Staub mit dir aufgesaugt. Das war alles. Ich... Alter. Also. Die angekotzt, Junge. Guck mal, das ist ja meine... Das nennst du Staub? Alter. Naja, also... Zum Teil schon. Ach, deswegen ist er also kaputt gegangen. Das war deine Schuld. Oh. Und du hast ihm versprochen, mich zu reparieren. Danke. Stattdessen hast du mich für immer hier eingesperrt. Ja. Alter. Das scheiß Buch, wenn es geht, dann ist das schwer. Ihr wollt doch bestimmt wieder zu Rosie. Ja. Ihr wollt mit ihr reden? Ja. Dann müsst ihr zusammen vorher auf den Staubsauger. Alter, Junge. Wieso nur musst du uns das antun? Damit ihr beide wieder lernt, zusammenzuarbeiten. Nicht gerade unsere Stärke. Aha. Wisst ihr, Zusammenarbeit ist das Geheimnis für eine lange erfüllte Partnerschaft. Aha. Zusammenarbeit. Alles klar! Scheiß Buch, einfach noch nach dem. Ja, Junge. Viel Glück! Ja, scheiß Mexikaner. Wenn du ihn nicht kaputt gemacht hättest, wäre das nie passiert. Ach, ja. Und weißt du, wie es auch nie passiert wäre, wenn du ihn wie versprochen repariert hättest? Ich konnte ja nicht an, dass wir in einer Welt leben, in der Staubsauger zum Leben erwachen. Aber offensichtlich tun wir es. Vielleicht sind wir für immer hier gefangen. Für immer? Auf keinen Fall. Wir lassen uns scheiden. Ja, ich weiß, dass wir uns scheiden lassen. Aber das wird leider erst was, wenn wir wieder in unsere richtigen Körper geschlüpft sind. Okay. Klettern wir auf diesen blöden Staubsauger. Oh mein Gott. Weißt du, ich frage mich, wo dieses nervige Buch überhaupt herkommt. Alter, ja. Das ist schon der Rammel, der. Oh. Scheiße, ich bin auch reingefallen. Schon wieder, ey. Für manche Leute sind Selbsthilfebücher echt wichtig. Vergiss das Buch. Wir müssen zu Rosie. Junge, Alter, was. Hallo? Alter. Alter. Boom? Hä, und jetzt? Es geht mir gut. Nicht so schlimm. Hey. Oh Mann, ey! Alter! Ey, wo schießt du mich hin? Ja, warte. Ja, warte. Junge, das Vieh hat ja auch Glotzen. Hä? Ja, toll. So. Und jetzt? Jetzt kannst du ja hoch, ja. Thank you.
Okay. Scheiße, was mache ich denn nur? So. Ja, wirklich, Junge, was haben die denn für einen scheiß Schuppen, Junge? Das ist doch nicht normal. Ja, das ist wirklich nicht normal. Was soll das überhaupt sein, wo du drauf stehst? Gute Frage. Ja. Ja, also wie viel Schläuche hatten das scheiß wieder? Oh nee! Ja, perfekt. Ja, warte mal, es muss ja der andere dann, oder? Ja. Cody, rein mit dir! Sei bitte vorsichtig! Ja? Alles klar, wir haben den Luftstrom umgedreht! Ja und, was bringt das jetzt? Ah, hier hoch, komm mal. Es kommt ein Alter! Was ist das denn jetzt hier auch noch? Rein da! Oh, erstmal einspringen. Vor allem, Junge, was haben die für eine scheiß Jauche in ihrem verfickten Schuppen drin? Alter. Ist ja ekelhaft, Alter. Kein Wunder, dass die sich schalten, wenn die nicht mehr die Hütte ordentlich halten können. Die Reuden. So, hier muss ich rüberziehen. Alter. So, warte mal. Nein. Gibt ja aber nix. Mhm. Zu zweit machen? Also irgendwie hier durch. Man kann ja nicht aufziehen, ne? Hey, Junge, ist das in dem PC oder was, Alter? So wie das aussieht. Ah, okay. Der schaff ich gar nicht, oder? Scheiße zu aktivieren, dann hier hinzurammeln. Da kann ich ja nicht rein, ja. Okay. Ne, schaff ich. Kannst du das nicht irgendwie zusammenziehen, die Kabel oder so? Digga, das ist dumm. Aber ich hab das doch vorhin schon weggemacht. Ich bin doch vorhin schon nach hier. Alter! So. Okay, ich drück. Zack. Alter! Junge! Ja, hab ich nicht geschafft. Ich wusste nicht, dass man sich lösen kann. Ah, weg, 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 weg! Weg! Boah, das war knapp. Das war die paar Elektroschocks völlig wert. Ja. Meinte die Mucke. Was haben die für eine Bude? Das ist nicht normal, Junge. Weil das ist ja immer noch dieser scheiß Schuppen. Ja. Du bist verreckt, was? Ja, ich hab vergessen zu fliegen. Scheiße. Der Typ, Junge, der ist mehr Weib als die Alte. Ja. Ich bock mal auf dich. Hallo. So. Sieht ja wirklich aus, Junge, mit den Platinen gerade, Junge, das sah aus wie so ein PC, Alter. Das sah eigentlich geil aus. Ja. Von innen. Also sieht, aus wie ein Bursch, sieht immer aus wie ein Arschloch, wo wir durchlaufen. Das sieht gefährlich aus. Spring einfach im richtigen Moment. Das sieht gefährlich aus. Oh, scheiße. Oh, beide geschafft. Alter, einfach hier. Only up, Junge. Ja.
Chain Together. Ja. So, aber da spielen wir den Rind, ja. Boah, das war close. Ich weiß nicht, ob Rind da noch so Bock drauf hat. Was ist das für eine Scheiße? Muss ja am besten an eins draufspringen, oder? Wahrscheinlich. Aber dran oder drauf ist die Frage. Ja, perfekt. Ah, Mann! Ich denk mal drauf. Mal! Nee, jetzt noch nicht. Hallo! Alter. Alles klar. Jetzt. Aua! Easy Snack. Oh, Alter. Du Scheiße. Okay. Ach, Alter. Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Okay. Muss man da zusammenarbeiten? Verstehst. Ja, du rechts, ich links und so weiter. Scheiße. Na, easy, bin drüben. Mann, zu weit. Zwischendurch, aber das schafft er aus. Der Junge, der nimmt doch einfach jeden einzeln mit. Du musst doch nicht springen drücken, ne? Der springt alleine. Und jetzt? Wir kommen auch noch ein bisschen drüber rein. Was bringt denn das? Ach so, ich weiß. Warte, machst du? Los geht's. Ja, ja. Willst du es bringen? Ja. Scheiße. Sorgen. Okay. 3, 2, 1, jetzt. Boah, das war knapp, Alter. 3, 2, 1, jetzt. Alter. Nice. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, jetzt kann man es hier dasselbe machen wahrscheinlich, oder? Oh, sorry! Ich wollte gucken, ob der eine andere Einstellung hat. Okay, sag an. Okay. 3, 2, 1, jetzt. Ach scheiße, Alter. Wo springt denn der hin? Wo springt denn der hin? 3, 2, 1, jetzt. Reihe. 3, 2, 1, jetzt. Ach scheiße. Alter. 3, 2, 1, jetzt. Ey, das 3, ist knapp. 2, 1, jetzt. Okay. Was ist der Junge? Das ist ein Staubsauger-Roboter, willst du dich gerade verarschen? Das ist eine Scheiße. Junge, was hat die für Geräusche gemacht? Ist ja ein Drehwurm, Alter. Mann! Nee. Die alte Junge, die antwortet denen schon gar nicht mehr, weil die keinen Bock auf die Scheiße hätte. Okay. Das ist die
Bruder, ist doch einfach immer früher vom Winkel, Alter. Das ist ja einfach nur Quatsch. Was machen hier die Kartons oben? Ne, warte, ich muss wahrscheinlich. Oder ne. Ach so, lol. Jetzt hab ich's ausgecheckt. Geht das aus wahrscheinlich, oder? Ne. Ah doch, hier, jetzt kann ich hier hoch. Hm? So, jetzt. Mit der Wampe. Alter, mit dem Ranzen. Alter, fick die Lampe. Wie mach ich sie? Alter, guck mal, ich latsch davor, Junge. Ja. Ich passiv-aggressiv. Junge, das ist der Dämmung hier. Hast du das gesehen? Was? Von der scheiß Ratte in der Dose, ja. Weiß ich, hab ich nicht gesehen. Ich hab eine scheiß Ratte rausgeklötzt. Warte. Alter! Alter, die fickt mich! Das Scheißvieh. Mich aber auch. Hey, das ist die Schlampe, Junge. Wir ficken das Scheißvieh jetzt, Alter. Logisch, ja. Das machen wir zusammen. Komm mal drauf. Zusammen. Nee, mach nur Schlampe drauf. Ja, der holt mal ab. Ey, Cheaterei. Schon durchgepackt. Ey, ich bin die, die gefickt wird! Na, freilich. Ja, scheiße. Warum packt? Scheiße. Wo müssen wir hin? Ach, guck ja. Da, hast du gesehen? Nee. Ach, da! Ja, das ist ja ekelhaft. Junge, Alter. Dreckvieh. Muss dir mal Rind vorstellen. Er muss sich mal vorstellen, dass Rinder das mit seiner Freundin gespielt hat. Haha. Da stelle ich mir auch lustig vor, tatsächlich. Ach, scheiße. Was hat denn das Vieh hier oben für Klotzer, ey? Das ist so eine Krabbe. Was sind die Klotzer von dem Vieh da oben? Alter. Ich finde es so viel interessanter, dass einfach der scheiß Schlauch bei den Vieh ins Arschloch geht und aus dem Maul wieder raus, ja. Aber an sich finde ich das eigentlich eine coole Sache, wenn du es gerade so mit deiner Freundin spielst. Hänge der Scheißjob so. Das war etwas zu viel für mich. Scheiße. Alter! Schweine. Scheiße. Ey, Junge. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Na, nach rechts. Hä? Okay, warte. Ach, Digga! Okay. Okay. Easy. Was finde Cody? Lol, da kann ich dir so. Lol! Meinen rechten Stick reindrückt, dann habe ich so eine Kamera, die hält dich so richtig fest, Junge, die bleibt so stramm an dir. Was ist das so ein Ding, oder? Warte. Ich hab hier irgendwas, warte mal. Du musst hier. Hä? Hä? Ah. Oh. Alter, ey. Was denn? Ach so, scheiße, da ist weg. Ja, da ist die Plattform, okay. Mann, echt. Ich dachte, hält sich halt nicht fest, aber hat Leute gemacht, das bitte Schwein. Okay. Junge, Alter, das wird immer schneller. Hallo.
Also, was für ein Test. Einmal gesnackt, Junge. Hallo. Ja, wozu soll denn das da sein? Hm? Ah, damit du da oben reinkommst. Okay, warte. Ja, du musst reinspringen und ich muss schnell hin und den Pimmel halten. Okay. Jetzt schaltet sich bestimmt wieder um, genau. Plopp. Oh, Alter. Der Staubsauger ist außer Reichweite. Wir müssen ihn runterholen. Hol mal runter den Scheiß. Was ist das für eine Scheiße? Ich habe irgendeine Olive eingesaugt. Du musst zielen, du musst reinzielen! Ja, da, jetzt kommen ein paar Dinger, Junge. Jawohl. Alter, Junge, der gewöhnliche Salve, ja, Alter. Lass dir schmecken, ihr Kollege. Happa, happa. Ja, reicht wahrscheinlich schon, oder? Nee, noch nicht. Ich bin noch drüben. Ach so. Bin noch drüber gesprungen. Jetzt erst der Boss, oder was? Jetzt kommt Boss Fight, oder was? Also. Alter, das ist... Wie groß das Vieh ist, Alter! Nach euch kann ich nichts mehr verdauen! Der kann nichts mehr scheißen! Alter! Ich kann dich immer noch reparieren! Und dann funktionierst du wieder! Los mit den Lügen! Nein, 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 es stimmt! Sie ist Ingenieurin und zwar eine richtig gute! Das meine ich übrigens ernst! Hey, stopp! Kaufst du denen etwa, was die da erzählen? Weißt du ich? Tu's nicht! Ach, hör doch nicht auf ihn! Wenn ich erstmal wieder in meinem richtigen Körper bin, repariere ich dich schon! Junge, der scheiß Typ die ganze Zeit! Willst du das? Und wieso hast du den super teuren Turbo X2000 gekauft? Was? 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 Ey, geht's noch? Genau so sieht's aus, nämlich! Jawohl. Okay, das war mein Stichwort. Wir sehen uns. Viel Glück. Dann komm doch. Komm her, du Uhren. Junge, der hat doch immer so einen Augenzwinkern. Staubsaugerturm. Alter, yo, der feuert scheiß Nades, Junge. Hä? Was ist mit dir? Du bist schon tot, oder was? Kann ja was. Ja, ich muss dir einsaugen, die Dinger. Du musst bestimmt zielen. Wo ist denn noch mal? Boah, Alter! Wo ist denn noch nicht drauf? Warte, ja, du musst hoch, geh hoch, ziel! Oder warte, ich feuer, du saugst dir ein. Alles klar, komm, friss das, du Schwanz! Ja, gute Ladung! Bam, schön ins Maul rein! Jawohl, schön deich. Boah! Mann! Ja! Ah, lol, dann sind wir beide raus! Ja. Ja, okay. Auf geht's. Aber das Prinzip ist klar. Ja. Bam, Junge. Hört auf! Das brennt! Boah, Alter. Scheiß Schwanz, Junge. Was batscht denn da so rum hier mit seinen Dreckspfoten? Vor allem, was ist das überhaupt, Junge? Das sieht aus wie irgendwelche brennenden Lackdosen. Alter, der hat geschluckt, der Schwanz. Junge, was sind das für Minen? Alter! Junge, Alter, der... Alter! Der scheiß Wichser, Junge. Das ist die übelste Landmine, die der schmeißt. Alter, die Fotze! Nein!
Nein, nicht ich! Ich bin der Stadt. Schnell! Ich bin der Stern. Alter! Das verklumpt auf immer! Alter! Kannst mal dein Maul halten, dein dumm Gelatsche, Junge. So, Feuer jetzt. Frisst das, du schmeißt so schon. Bam! Jawohl, und ran! Alter. Kommt, jetzt saug mal die Glotzen aus. Scheiße! Nein! Alter! Alter Junge, das ist ja übel brutal. Junge, den einfach die scheiß Augen aus. Die Klötze ausgesaugt, Alter. Alter, das ist so ein Fick, Junge. Der ganze Geil. Schuppen brennt, Alter. Komm, ey, wir müssen Rosie finden, bevor sie weg ist. Ich hoffe, sie weiß, was mit uns passiert ist. Irgendwas muss sie jedenfalls wissen. Sie hat diese Puppen gemacht. Sie hat die gemacht? Ja. Aber wieso sehen die dann so aus wie wir? Keine Ahnung. Wieso hast du mir nichts davon erzählt, Cody? Warum sollte ich? Sie ist ein Kind. Sie spielt mit allem möglichen Kram. Ja, da hast du wohl recht. Na komm schon, suchen wir sie. Okay. Das solltest du wissen. Du bist hier ständig. Ich war schon ewig nicht mehr hier. Ey, du bist so schlatsch. Das ist für eine Sauerei. Sieht irgendwie anders aus. Ja. Ach, das ist gelaufen, ne? Hä? Der Wirklichkeit. Nein, ich hab Bus gegangen. Der scheiß Staubsauger, Junge, der ist ein Arsch, Junge. Ey. Hey, hier drüben. Da, da ist Rosie. Jetzt sind wir genau an demselben Platz, wo wir gerade eben auch waren, Junge. Vor allem, Junge, guck mal, der ganze Boden fehlt einfach in den scheiß Schuppen. Oh je. Wie kommen wir denn auf die andere Seite? Was? Wer war das? Ja, wer? Keine Ahnung. Hier drüben. Da. Ich kenne den Weg. Alter. Ich bring euch hin. Junge, was ist das für eine Scheiße, Junge? Einfach Mannys Werkzeugkiste, Junge. Und wurden gepflegt. Aber diese Menschenfrau hat uns in die Werkzeugkiste gesperrt und ist gegangen. Du meinst Mays Werkzeugkiste? Ja, ja, diese herzlose Menschenfrau. Kennst du sie? Nein, er kennt sie nicht. Aber angeblich hat diese herzlose Frau einen neuen Job in der Stadt und deshalb leider keine Zeit mehr für ihre Hobbys. Wen interessieren denn schon Hobbys? Genau. Wisst ihr, wie weh es tut, an Rost zu sterben? Als würde man langsam verbrennen. Sehr langsam. Das ist ja gut, Hammer. Es gibt Rostentferner-Spray da in dem Werkzeugschrank. Wir können deine Freunde retten, aber nur, wenn du uns zu Rosie rüberbringen kannst. Ja, ne. Okay, ja. Dann heb mich auf. Okay, jetzt geh zu einer großen Tür rüber. Zieh den Nagel raus. Den brauchen wir. Gut, dann mal los. Wow! Wo ist also. Der hin? Pfeif einfach. Wie? Echt jetzt? Wow, cool. Also. Junge. Wir haben einen fliegenden Nagel und einen sprechenden Hammer. Dann los. Junge. Hey, guck mal hier, wie cool! Junge, Alter, du hast ein richtiges Magazin, Junge. Ja. Ist schon Munition, ey. Ja. Zielen, okay. Okay, und lass du mir nicht den Hammer auf. Alter! Ey! Ey! Du Schwein! Naja. Geil, Junge. Aber jetzt bin ich für den Nagel. Okay, okay. Sei einfach vorsichtig. Mal. Junge, Alter. Alter, das ist Kraftsturm, Steckdose. Ja, knack weg das Ding. Ja. Ja, was müssen wir jetzt machen? Ja, ja, hier runter, oder? Ja. Jetzt doch kloppen. Das ist ein tolles Gefühl. Tolles Gefühl. Letzte Backen. Hey. Die Nachbarn üben ihre Hörgeräte. Die Jungs von nebenan machen eine Fete.
Heute trampeln wir durch Mamas Blumenbeete und holen uns einen Kasten Bier vom Regen. Flyer drucken lassen ist nicht nötig, wir sagen's allen Freunden noch persönlich.